Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Pokémon Quest in meinem Telefon und jetzt hier bei euch auf irgendeinem Bildschirm. Ich begrüße euch. Bei mir ist heute ein unwahrscheinlicher Regentag in Berlin. Gefühlt geht die Stadt unter und das ist doch der absolute Tag zum Zocken und ich freue mich einfach, dass ihr da seid. Das letzte Mal habe ich ja angefangen hier mit Pokémon und ich muss mich gerade so ein bisschen reinfinden wieder. Was wir jetzt am besten tun. Wir gucken uns als allererstes einmal das Team an. So sieht es aus und ich glaube, wir können gar nichts irgendwie reinsetzen. Ich würde das Team hier so unwahrscheinlich gerne nochmal umstellen. Aber ich glaube, das wäre momentan so ein bisschen unklug, weil wir ja leveln wollen. Oh, guck mal, ein 101er. Warte mal. Wir gehen mal auf unseren Lieblingscharakter, den Fukano. Warte mal, was macht der? Komm, dann lass uns den doch austauschen. Raus damit. Rein damit. Komm, dann gehen wir jetzt mal auf Pikachu. Ich wusste gar nicht, dass wir hier noch Steine haben. Alles klar. Guck mal. Geschwindigkeit finde ich eigentlich auch immer noch ziemlich gut. Ja, dann könnte man jetzt ja unser komisches Taubsi mal so ein bisschen aufwerten. Denn das ist bis jetzt noch ziemlich schlecht. Raus damit. Und rein damit. Haben wir noch mal was? Ja, guck mal. Das können wir auch rausschmeißen. Zack, das können wir reinschmeißen. So. Jawohl, ja, jetzt gucken wir mal auf die Stärke von dem Ganzen. Ja, das müsste funktionieren. Und ich wünsche euch da draußen natürlich viel Spaß mit diesem Video. Siehst du, hier brauchen wir noch ein paar Runden, bis wir irgendwie fertig gekocht haben. Ich weiß auch gerade gar nicht, was wir noch im Pott haben. Siehst du, können wir weitermachen. Ich muss, glaube ich, gleich mal den Zettel suchen, wo ich mir das aufgeschrieben habe. Ja, das mache ich dann. Aber jetzt fangen wir hier erstmal mit Klammhain Runde 3 an. Los geht's! Hauptsache, sie laufen erst beim Kreis. Ich find's geil, wie manche einfach immer irgendwie gegen wie viel Fukano gerade, wie er einfach dagegen gerannt ist. Gegen den Berg gerannt. Unsere springenden Klötzchen! Hat Pikachu da gerade einen Baum umgeworfen? Ach Mann, ey. Denn die Pokémon machen, was sie wollen. Los! Ich muss wahrscheinlich wirklich bis hinlaufen, damit die auch bei den Gegnern sind. Und die Attacken auch die Gegner treffen können. Fukano-Kämpfe! So, die vierte Welle. Ach du Scheiße. Okay. Auf geht's. Donnerblitz, Nitro-Ladung. Was macht Pikachu? Der macht so sein eigenes Ding für sich alleine, ne? Siehste, guck mal. Dreht er sich einfach mal so lustig verliebt im Kreis, tanzt eine Runde mit sich allein. Tschüss! Oh, wir haben irgendwelche graues Zeugs haben wir eingesammelt. Alles klar. Oh, Taubsi! Ein Härtestein, den setzen wir ein. Oh, guck mal, und Honig und ganz viel anderes Zeugs. Ich werde, glaube ich, gleich mal wirklich den Zettel suchen, damit ich weiß, was wir das letzte Mal gemacht haben.
das tun wir. Wir gehen jetzt erstmal auf. Nein, auf Erfolg. Wir gehen auf Erfolg. Sekunde. Wir gehen erstmal auf Erfolg. Und dann suche ich nämlich den Zettel. Wo hatten wir denn da? Da. Siehst du, da war die Stimme weg. Da war die Stimme weg. Giftforschung haben wir betrieben. Oh Gott, oh Gott. So, da bin ich wieder. Meine Stimme ist auch so ein bisschen am Start, hoffe ich. Und ich habe den Zettel gefunden. Denn wir haben da einmal in dem einen Topf haben wir einmal 5 graue Duftpilze reingeworfen. Und in den anderen haben wir 5-mal von diesem orangenen, farbenen Aprikoko reingeworfen. Was für ein Deutsch. Ihr wisst, was ich meine. Das haben wir reingeworfen. Ach, siehst du, ich sollte mal den Sound überprüfen, ne? Siehst du, hab jetzt mal einen Tacken leiser gemacht. Sollte besser sein. So, jetzt gehen wir mal. Jetzt gehen wir mal. In die Amulethöhle. Schauen wir mal. Also, den 98er, da finde ich ziemlich gut. Den finde ich extrem gut. Nur wen setzen wir? Vielleicht Pikachu? Ne, der hat schon 98er. Dann Taubsi. Unbedingt. Ah, siehst du, das hat er noch gar nicht. Ach, blöd. Das heißt, den Stein, die können wir jetzt noch gar nicht einsetzen. Aber dann ist die Frage, wie kriegen wir uns jetzt höher gepunktet, damit wir hier in ein nächstes Level rein können. Ah, ja, ja, ich weiß, was wir tun. Wir gehen einfach wirklich komplett zur Anfangswiese nochmal zurück. Da müssen wir nämlich jetzt auf unsere Töpfe warten. Und machen einfach Level 1 nochmal. Back to the Roots. Und Taubsi hinkt hinterher. Ich finde Pocano, der hoppelt echt wie so ein kleiner Hund durch die Gegend. Finde ich sehr sympathisch. Siehst du, Pilz haben wir auch schon eingesammelt wieder. Los! Attacke! Weg mit den Ratten! Oh! Ich bin ja gespannt, wann wir das mal einsetzen können, dieses Bunte. Und vor allem, mich interessiert an der Stelle auch, wenn ihr das da draußen spielt, was habt ihr denn für Pokémon in eurem Team? Oh, das ging aber schnell. Das ging schnell. Bring. Jetzt ist nämlich ein Top fertig. Guck mal, ja, Härtestein 60, der bringt uns jetzt nicht so viel, glaube ich. Aber wir haben jetzt einen Topf fertig. Ich weiß zwar nicht welchen, aber das werden wir gleich herausfinden. Blub, blub, blub. Dieser da. Müssen wir mal gucken, was da drin war. Ach genau, die gelben Zutaten. Also das ist das 5-mal Aprikoko reingeworfen. Gelbes Kubo-Curry. Gelbe Pokémon. Okay, da bin ich gespannt, was da jetzt gleich ankommt. Schreib's mir kurz mal auf. Ja, gelbe Pokémon, das macht irgendwie Sinn. Jetzt gucken wir mal, wen wir uns damit jetzt hier anlocken. Oh, jemanden, den wir noch nicht haben, glaube ich. Oh, ein Sandan. Ach, süß. Hallo. Ja, geil. Ist jetzt nur die Frage, was werfen wir jetzt in den Topf? Ich hätte ja gehofft, dass wir vielleicht irgendwie nochmal ein Pokémon kriegen, das wir irgendwie einsetzen können zum Leveln, verstehst du? Aber gut, wenn dem nicht so ist, dann kochen wir jetzt so. Jetzt muss ich so ein bisschen gucken, was wir zum Beispiel noch nicht gekocht haben. Ich würde die so gerne einsetzen. Kann mir jemand verraten, wann man diese hier einsetzen kann? Wollen wir einfach mal was Zufälliges machen? Was haben wir denn da jetzt? Ich schreibe mir das jetzt schnell mal wieder auf. So, ich würde sagen, kochen. Jawohl. Bam. 4 Runden braucht das Ganze. Gucken wir mal. Eieieiei. Also, ich glaube, wir müssen da wirklich jetzt noch ein bisschen weiter leveln. Aber wir schauen trotzdem, ob wir irgendwie... Aber wir haben keine guten Amulette eingesammelt, ne?
Nee, das sieht jetzt nicht danach aus, als könnte man. Warte, aber wir gucken trotzdem alle nochmal schnell im Schnelldurchlauf durch. Alles klar. Nö. Das heißt, übersetzt, wir müssen jetzt wirklich ein bisschen ältere Kämpfe einfach nur durchleveln, damit wir unsere Pokémon stärker bekommen. Ja, wir haben leider niemanden, den wir irgendwie einsetzen können zum Leveln. Das finde ich sehr schade. Das heißt, übersetzt, meine Lieben, damit wir uns stärker bekommen, müssen wir einfach wirklich jetzt erstmal ein bisschen durchkämpfen und auf unsere Töpfe gucken. Ja, also ich würde jetzt wirklich 3 Runden tatsächlich einfach simpel vor mich hinkämpfen. Weil ansonsten kriegen wir uns nicht stärker. Wir machen einfach hier die Anfangswiese nochmal durch. Ist so ein bisschen doof. Müssen wir aber durch. Los, Klötzchen! Kämpfe. Ich find's geil. Pikachu hängt immer... Ach, den siehst du ja mega gut. Pikachu bleibt immer irgendwo an einem Rand hängen. Ist geil, wenn du die Gegner siehst, ne? Nämlich nicht. Bleib am Stein hängen. Bleib am Stein hängen. Genau so. Oh, das war Honig, glaube ich. Wir haben Honig gefunden. Und ein paar Beeren. Eigentlich nicht die feine englische, weil ich glaube irgendwie, das sieht ja so aus, als würden wir die Pokémon, die da einfach so in der Walachei rumstehen. Kukuna ist ja auch so ein Teil. Einfach mal abziehen. Gib mir dein Essen. Nein, ich gebe dir meine Beeren nicht. Gib her! So nach dem Prinzip läuft das ab. Tschüss! Auch ein Pokémon, was kein Mensch versteht. Ich bin gespannt, was wir jetzt für einen Stein eingesammelt haben. Ja, ist okay, mach das weg. Ah, 64. Damit können wir nichts anfangen. Damit können wir einfach nichts anfangen, weißt du? Komm, wir kämpfen die jetzt einfach mal durch, bis der nächste Top fertig ist. Bleib doch nicht an irgendwelchen Büschen immer hängen. Meine Pokémon sind doof. Hauptsache, sie laufen im Kreis. Ach Mann. Donnerschock! Mega! Na komm, Taubsi, sind deine Artgenossen. Willst du dich nicht mal mit denen auseinandersetzen, kommunikativ? Sieht jetzt nicht so aus, ne? Oh, Fukano gegen Fukano. Hier, Kampf der Artgenossen. Wie verwirrt sie durch die Gegend laufen. Ach, schön. Sie ist schon wieder am Stein hängen geblieben. So, jetzt haben wir die letzte Welle, die beginnt. Glaube ich gleich. Ja, genau jetzt. So. Ja, jetzt mal einen Donnerblitz machen hier. Und das war's. Tschüss. Plopp. Besiegt. Bestimmt wieder nur so ein Scheißstein. Ja, wobei 76. Aber können wir nichts machen, ne? Taubsi kann solche Steine noch nicht in sich vereinen. Und wir gehen jetzt mal auf Erfolge. Und die anderen beiden haben alle schon mehr drin. Das hört sich auch an. Haben schon mehr drinnen. Ich glaube, eine Runde müssen wir noch kämpfen. Das heißt, dann nehmen wir jetzt einfach mal hier. Ich will jetzt nicht schon wieder da den Bosskampf machen. Einfach mal hier nach Klammhain. Immer schön am Baum hängen bleiben. Ah.
Na, das war ja effektiv, was Pikachu da gemacht hat. Ich hätte gedacht, irgendwie. So ein blödes Himmelarsch. So ein blödes Himmelarsch. Auf geht's! Jawohl, jetzt haben wir endlich mal was Sinnvolles bekommen. Das sieht gut aus. Das sieht hochgradig gut aus. Ein Schnellfeuerstein. Ja, geil. Endlich mal noch einen neuen Stein bekommen. Jetzt können wir sinnvoll erstmal in die Basis gehen und den Top hier aufmachen. Blub, blub, blub. Oh, der da hinten. Da haben wir 5 graue Duftpilze reingeworfen. Da bin ich hochgradig gespannt. Oh, 3 Sterne. Was bedeuten denn diese ganzen Sterne, meine Lieben? Kann mir das jemand verraten? Weißer Kobo-Auflauf. Ich schreibe mir das mal wieder auf. So, graue Pokémon soll es anziehen. Alles klar, aber 3 Sterne. Was bedeuten die Sterne? Kann mir das irgendjemand verraten? Ich habe Angst. Ach nee. Okay, cool. Ja, hallo, na dann willkommen. Wir haben einen Blutzug. Was hat der denn für ein Giftpuder? Giftiges Puder, okay, geil. Was kochen wir denn jetzt als nächstes, Freunde? Was kochen wir als nächstes? Haben wir schon... Komm, ich möchte eigentlich mal ein rotes Pokémon. Wir machen jetzt einfach mal... 2 weiche Großwurzeln rein. Pass auf, ich will ein großes und vielleicht irgendwas Hartes noch mit. Kleine harte Zutat. Pass auf, wir hauen jetzt mal einfach 5 von diesen Teilen rein. Also genau, 5 rote Großwurzeln. Oh Gott, vor meiner Tür geht gerade die Welt unter. Ich hoffe, man hört das Wetter nicht durch... Man hört das Wetter nicht durch. Wir kochen das jetzt. Ich bin gespannt, was bei rauskommt. 6 Runden dauert das. Eieiei, kann mir das vielleicht auch jemand erklären? Hängt das mit den Runden von den Zutaten zusammen? Oder wovon hängt das ab? Von den Töpfen? Oder ich weiß es nicht. Kann mir das irgendjemand verraten? Bitte, da wäre ich sehr, sehr dankbar. Wir sollten danach vielleicht auch nochmal einfach nur eine simple Kubo-Suppe vielleicht kochen, die ja so sämtliche Pokémon anlockt, weil wir brauchen, glaube ich, auch ein paar Pokémon einfach mal zum Leveln. Weil jetzt, wenn wir immer verschiedene Gerichte kochen, denke ich, werden wir einfach auch immer verschiedene Pokémon vielleicht noch mit anziehen können. Das ist gut. Um die Diversität so ein bisschen zu steigern, aber wir wollen ja auch die wir haben, so ein bisschen leveln. Wir gucken uns jetzt erstmal den Stein an, was der kann. Okay, wir haben noch ein bisschen Platz, das heißt, wir müssen noch nicht unbedingt wegwerfen. So, Schnellfeuerstein, das finde ich ja sehr geil, aber wer bekommt denn jetzt diesen Stein? Wir gucken mal Fugado an, den können wir nämlich auch bekommen. Pass auf. Dann kriegt er jetzt einfach den Stein. Genau. Dann kriegt er jetzt den Stein. So, was haben wir denn jetzt noch Schönes eingesammelt? Guck mal, so ein 64er oder sowas, den können wir ja jetzt auch langsam hier mal wegschmeißen. Und den 50er auch. Und hier den 60er. Komm. Bisschen recyceln, weil siehst du, kriegen wir nämlich auch noch Zeugs dafür, das passt. Ihm können wir jetzt, oh Gott, nicht, dass wir noch andere Sachen wegschmeißen. Ihm können wir leider nichts anderes mehr Gutes tun, das ist okay. Schauen wir mal, was das jetzt bei der Teamstärke ausmacht, vielleicht. Nix, ne? Gar nichts.
Sehr schade, aber gut. No problem. Dann gehen wir hier einfach mal die zweite Runde von Klammhain rein. Vielleicht wechseln wir auch einfach mal das Team, um noch andere Pokémon mit hochzuleveln. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Oh, guck mal, wie schnell sich die Nitro-Ladung jetzt auflädt. Das ist ziemlich geil. Ist das ein Regen vor meiner Tür? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber so Regenwetter finde ich eigentlich immer wieder geil, weil das ist so dieses typische ich bleib den Tag im Bett, wenn ich kann, Wetter. Ich zieh mir einfach irgendwas in der Glotze rein oder zock irgendwas. Mega gut. Warum habe ich die Attacke vorher schon ausgelöst? Wollte Fukano schon brüllend ankommen. Sehr gut. Und ich hoffe natürlich wie immer, was ist das denn? Was ist denn? Ah, nee. Ich komme gerade nicht drauf, wie die Teile heißen. Ich hoffe natürlich, ihr habt ein bisschen Spaß damit. Einfach so ein bisschen berieseln lassen von Pokémon. Ja, Pikachu macht doch eh sein eigenes Ding hier. Mich interessiert ja auch von dem anderen Pikachu, was wir da in diesem Paket das letzte Mal mitgekauft haben, diese Surfer-Attacke. Das soll ja eine spezielle Attacke sein irgendwie. Da haben wir nämlich ja noch einen anderen Pikachu dazu bekommen. Und da interessiert mich einfach, wie cool diese Surferwelle vielleicht ist. Kokowai, Kokowai, Kokowai. Ist es verstörend, wenn man die ganzen Pokémon-Namen liest und dann die Stimmen im Kopf hat? Naja, jetzt können wir wieder draus sagen, von wegen Dörte hat Stimmen im Kopf. Aber ich sehe es so richtig vor mir. Kuck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 
aber Honig mit Pilzen, das passt nicht. Und mit Wurzeln auch nicht. Und Honig mit Eisbrocken passt auch nicht. Aber wenn wir, pass auf. Wir machen zweimal Eis. Wir machen vielleicht jetzt ein Eis. Ein Bäreneis. Komm, wir machen zweimal Eis und dreimal Moorbeeren. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Ich gucke schnell mal auf meinen Zettel. Nein, das haben wir noch nicht gemacht. Ja, das kochen wir jetzt. Ich bin gespannt, aber eigentlich ist es ja kein Kochen. Das müsste bestimmt irgendein Eis oder sowas ergeben. Vier Runden. Also das mit den Runden habe ich, wie gesagt, noch nicht so verstanden. Vielleicht kann mir das irgendjemand wirklich mal erklären. Da wäre ich euch richtig, richtig dankbar dafür. Nebenaufgabe, was hart im Leben? Ja, wir sind hart im Leben. So, jetzt setzen wir Steine ein. Das finde ich ziemlich cool. Und wir gucken natürlich zuallererst auf Fukano, unseren heimlichen Liebling. Der ist für mich jetzt wirklich persönlich echt so ein ziemlicher Geheimtipp geworden. Oh Gott, meine Stimme versagt. So, Entschuldigung, wenn ich heute ein bisschen mehr schneiden muss, es versagt einfach immer meine Stimme. So, was haben wir denn hier Schönes? Und die Geschwindigkeit steigt. Alles klar. Den könnte man doch jetzt hier, warte mal, auch 17. Gut, dann nehmen wir den jetzt raus. Setzen den da rein. Zack. Erholungszeit nach K.O. Und hier haben wir die Volltrefferquote. Gehen wir mal auf Pikachu. Hört sich mal an, als würdest du niesen. Einfach nur ein ganz normaler Hartstein oder Härtestein. Können wir leider auch immer noch nicht bei Taubsi einsetzen. Finde ich mega schidde. Pass auf, genau. Das heißt, der hier raus. Mach ihn doch da rein, Himmelarsch. Und ansonsten haben wir hier in 78. Warte mal, hier haben wir Geschwindigkeit. Hier haben wir auch Geschwindigkeit. Oh, das bietet sich doch an. Sehr cool. Okay, sehr geil. Ich glaube, wir machen jetzt einfach mal. Warte mal, wir gucken erst bei Taubsi noch schnell rein. Entschuldigung. Siehst du selbst, ne? Ist schwierig. Aber warum? Warum hat der. Ja, ich weiß auch nicht, so wenig? Ach, das ist doch doof. Nee, können wir nichts anderes machen. Okay, dann ist das so. Aber ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie unsere Teamstärke ist. Ja, immer noch nicht. Guck mal, reicht immer noch nicht. Blöd. Sehr, sehr doof. Richtig doof. Aber kein Thema. Unsere Batterie ist leer. Warum ist die denn leer? Na gut. Okay, unsere Batterie ist leer, meine Lieben. Das heißt übersetzt, wir müssen noch ein paar Sekunden warten. Das machen wir. Ich schneide euch das raus. So, da sind wir wieder. Einen Batteriepunkt haben wir. Und ich glaube, wir machen dann noch einen einzelnen Kampf. Den machen wir am besten hier jetzt im Zickzackfluss. Und dann ist, glaube ich, auch das Video für heute leider schon wieder beendet. Ach, sehr doof, sehr doof. Weil dann haben wir keine Energie mehr. Pokémon gesichtet. Ja, Quapsel oder sowas, ne? Und hier, Ten. Ich komme gerade nicht auf die Namen. Ach, schön. Eieieiei. Meine Pokémon sind verwirrt. Ach, sie passen zu mir. PKB! Ich bin ja wirklich richtig hart gespannt darauf, was sich in unseren Kochtöpfen dann ergibt.
endlich, mir fällt gerade ein. Ich weiß, was ich als nächstes tun werde. Ich muss unbedingt bei den Sims reingucken. Da müsste jetzt das Ereignis des Datings im Park freigeschaltet sein. Oh nein, Fukado ist im Ball. Ach, verdammte Axt. Das machen wir, da bin ich gespannt drauf. Das werde ich tun. So, mach den doch jetzt mal kaputt hier. Das ist ja eine Geburt. Mann. Ich hoffe, es sind ein paar vernünftige Dinge, die wir jetzt noch eingesammelt haben. Uiuiui, ja, Level 13. Ja, ein 102er. Den können wir, glaube ich, gut gebrauchen. Ich weiß zwar noch nicht, wem. Ach Mensch, ein Kampf würde uns noch fehlen hier für einen Erkundungsbonus. Ja, das erfahren wir dann das nächste Mal, würde ich sagen. Und jetzt gucken wir erstmal schnell nochmal hier zu unserem Team, was wir hier Schönes an Steinen einsetzen können. Vielleicht. Wo ist es denn? Also 102. Wer könnte den jetzt bekommen? Den können wir... Ja, ihm ist jetzt schwachsinnig, aber jetzt nur 101 oder 102, das ist völliger Blödsinn. Haben wir die Geschwindigkeit? Pass auf. Könnte das jetzt Taubsis Moment sein? Das, meine Lieben, ist genau Taubsis Moment. Zack, so sieht das aus. Und ich glaube, wir können eigentlich mal wieder ein bisschen was recyceln. Schmeißen wir die hier weg und... Guck mal, den 77er und den 76er kloppen wir jetzt auch weg. Immer weg damit. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Siehste, also wir sind immer noch nicht auf 1600, aber das ist nicht schlimm, meine Lieben. Dann werden wir nämlich das nächste Mal, wenn unsere Batterien aufgeladen sind, einfach weitermachen. Und dann können wir nämlich auch in die Töpfe reingucken. Und dann werden wir nämlich auch ganz schnell noch einen Erkundungsbonus dazu bekommen. Also nächstes Mal lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr auch dann da wieder dabei seid, meine Lieben. Und ich hoffe natürlich, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wie gesagt, sagt doch gerne, was für Pokémon ihr habt oder was ihr so für Rezepte habt. Da würde ich mich auch drüber freuen. Ansonsten habt einen schönen Tag, genießt ihn und seid ein wenig dirty. Tschüss!